Servus und willkommen zurück. Grüßt euch. Ja, es ist wieder weitergegangen am Kramer. Was ist jetzt passiert? Die Haube habe ich euch das letzte Mal gezeigt. Die habe ich ja fertig gehabt. Da war der Haubenhalter, dann dieser Stangenhalter innen auch schon drin. Die habe ich derweil auf die Heckmulde gelegt. Liegt drüben vorm IHC. Ja, was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe jetzt mal einen von den Kotflügeln abgebaut, wie man sieht. Also so schaut der Schlepper ohne Kotflügel aus. Das kannte ich vor letztem Jahr noch vom KL300. Ja, da ist quasi jetzt das Trittblech hier rausgekommen. Und der Kotflügel runter. Ja, und was mache ich an den Kotflügel? Ganz einfach, also hier ist der montierte. Der Scheinwerfer oben drauf, die kommen bei mir runter. Ich brauche da keine Zusatzscheinwerfer, mir reichen die unter der Haube. Das weiß ich vom K15 Hüben, das hat immer wunderbar funktioniert. Ja, ich schmeiße jetzt quasi diese Scheinwerfer da runter und die Blinker da. Jetzt habe ich sie runtergeschraubt. Eigentlich wollte ich die behalten. Hat sich aber herausgestellt, da fehlt das komplette Innenleben, also alle Anschlüsse und das. Ist bloß noch das Blinkerglas außen drauf. Also fliegen die auch runter. Da übernehme ich dann die da. Die sind halt jetzt bloß dreckig. Das waren aber nagelneue, die habe ich einmal bestellt gehabt. Die sind dann hier drauf gekommen, die funktionieren auch. Da kommt quasi der Halter dann runter und der Halter mitsamt Blinker kommt dann auf den Schlepper da wieder drauf. So machen wir das, dass man da anständige Blinker hat. Ich könnte wie beim KL300 natürlich auch von Hella gibt es das, diese länglichen Lichter drauf machen. Also die sind dann so länglich, das Blinker und Standlicht in einem zusammen. Aber ehrlich gesagt, die kosten einen Haufen Geld und wenn man sich sparen kann, da habe ich wie gesagt Blinker, auch diese Standlichter, die ich hier habe, sind die da. Die werden übernommen, kommen dann auch da drauf. Da muss ich jetzt bloß einmal gucken, wie rum, ob da der Blinker außen und das Standlicht innen, so wie es jetzt beim K15 war, oder ob das Standlicht außen und der Blinker innen, weil ich weiß nicht, ob die als Begrenzungsleuchten mitlaufen oder was. Keine Ahnung, aber ich... Also bei dem waren sie jedenfalls so rum, also Standlicht bzw. Begrenzungsleuchte innen, Blinker außen. Ich denke mal, so werde ich das fortführen. So wird es weitergehen. Ja. Und ja, das habe ich das letzte Mal eigentlich zeigen wollen, aber das hat die Kamera irgendwie das Video gefressen. Dann habe ich es nicht mehr mit rein gekriegt. Ich war letzte Woche bei meinem Vater drin in der Arbeit. Die haben innen eine Sandstrahlbox. Und ja, da habe ich auch mal ein paar Trümmer von meinem Bulldog sandstrahlt. Zum Beispiel die Scheinwerfer vorne und den Träger dazu. So schaut es jetzt dann aus. Gehört jetzt natürlich dann möglichst ballgrundiert, mal ein bisschen Luftfeuchtigkeit, dann sind die wieder rostbraun. Ja, das da, keine Angst, das ist bloß Dreck da drauf, ist nicht vom Sandstrahlen, das Glas blind. Das sind die Begrenzungsleuchten oder Standlichter, je nachdem wie man es nennen will. Die kommen dann drauf und was ich noch mit drin hatte, sind die Rücklichthalter. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass ich die Blinker von dem damit übernehme, sonst hätte ich die auch gleich mitgenommen, aber gut, macht nichts. Da fahre ich halt dann nochmal rein, dann mache ich mal die Halter für die Blinker vorne. Und was ich noch mitnehmen wollte, ja, was war denn das noch? Irgendeine Kleinigkeit wollte ich noch mitnehmen, das fällt mir bestimmt wieder ein. Ja, was ich noch mit dabei gehabt habe, Anhängebolzen. Ja. So schaut es jedenfalls aus, nach dem Sandstrahlen. Wollte ich euch das letzte Mal eigentlich zeigen, also da sind die Trümmer in dem Eimer. Ist aber dann untergegangen, ja, passiert. Ja, und irgendein Trumm wollte ich da noch mitnehmen, das wollte ich drin nochmal strahlen, weil es schöner geht. Jetzt müsste ich lügen. Die Rückleuchten. Könnten die Rückleuchten gewesen sein. Weil die Rückleuchten vom K15 kann ich auch nicht übernehmen. Die haben leider keine Kennzeichenbeleuchtung drin. Jetzt muss ich mal gucken. Eventuell übernehme ich die Rückleuchten von dem KA15. Der hatte diese länglichen hier drauf. So. Das ist das Innenleben, allerdings schauen die nicht mehr so toll aus, also da könnt ihr mal gucken. Das Innenleben alles rostig, die waren nicht gescheit zusammengeschraubt und naja,
Vielleicht kaufe ich mir auch von Hella die anderen Rückleuchten, so wie ich sie beim KL300 habe, die schönen runden. Also eigentlich hätte ich ja am liebsten die da übernommen. Aber ja, die haben leider keine Kennzeichenbeleuchtung unten drunter. Das fehlt hier. Und da sitzt ja nochmal das Kennzeichen und ohne die Beleuchtung kriegst du keinen TÜV. Da habe ich einen TÜV-Prüfer schon gefragt, also da habe ich keine Chance. Ja, blöd gelaufen. Ist halt jetzt so. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte zu den Kotflügeln. Also ich habe mir jetzt die Kotflügel hier mal hergeholt und habe angefangen, die ganzen Löcher zuzuschweißen. Da sind viele Löcher drin von diesen zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer, die wo die damals verbaut hatten. Und sind teilweise dann Stellen drin, wo halt die Hydraulik hinten dann beim Hochheben, das sind diese für die senkrechten Streben, für diese Hydraulikstreben, die nach unten gehen, die kann man ja Höhen verstellen. Und da sind links und rechts schaut da Eisen raus. Und das Eisen hat leider Gottes die Kotflügel erwischt. Ja, und wie hat die Stelle ausgeschaut? Das war mein Kotflügel. Ja, also man sieht schon, hat ordentlich reingedengelt. Ja, die Stelle habe ich jetzt wieder schön gemacht. Das drum rausgeschnitten und ein Stück Blech eingeschweißt. Da hatte ich vor letztes Jahr vom KL300 auch noch Bleche übrig. Da hatten wir damals 2 mm Stahlblech organisiert für die Kotflügel. Ja, und so schaut die Stelle jetzt aus. Also ich denke, ich meine, ich bin kein Profischweiße, sage ich ganz ehrlich. Ja, es könnte akkurate sein, aber ich sag mal so für meinen Zweck, finde ich, schaut es richtig gut aus. Es ist wieder zugeschweißt. Das ist wieder schön glatt hier. Da reißt man sich dran nicht mehr. Ist alles wieder eine Kante. Massiv. So wie sich's eben gehört. Ja, und das Spielchen ging natürlich weiter. Hier oben waren dann diese komischen Lampenhalter dran. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man es. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Egal, zeige ich euch dann nochmal. Da waren Lampenhalter dran, die waren hier unten festgeschraubt mit 4 Schrauben. Die Löcher habe ich zugeschweißt. Und hier oben waren sie an dem Haltegriff da mit verschweißt. Ja, und beim Runterflexen habe ich gesehen, da waren dann lauter Löcher drin hier. Die habe aber nicht ich neigeflext, sondern das war durchs Anschweißen. Das habe ich jetzt alles wieder schön zugepunktet. Ja, und so schaut das Ganze jetzt dann aus. Ja, wie gesagt, also für meinen Zweck ist es in Ordnung. Es ist wieder alles schön glatt, man reißt sich nicht mehr dran. Klar, man könnte es jetzt dann noch alles mehr verputzen, aber ich sag für meinen Zweck, ne? Es ist eine Arbeitsmaschine und dafür ist es mir richtig gut gelungen. Da waren dann diese Löcher vor die Zusatzscheinwerfer, die sind wieder weg. Da waren Löcher, wo Kabel rausgingen. Hier waren einige an Löcher drin, die da nicht hingehört haben. Ich übernehme jetzt dann die Standlichter und die Blinker von meinem. Sprich, brauche ich sowieso neue Löcher. Deswegen habe ich das alles zugeschweißt und kann jetzt wieder schön sauber neue Löcher bohren. Und dann sieht die Sache wieder schön und akkurat aus, so wie es sich eben gehört. Ich will hier keinen Pfusch haben, es soll alles ein wenig nach was ausschauen. Wie gesagt, der wird jetzt nicht ganz so astrein, also wie gesagt, spachteln fange ich nicht an. Das sind alles Blechteile, klar kann man es machen, aber nee. Ehrlich gesagt, gerade bei der Haube, sage ich ja, da ist es mir zu riskant. Nicht, dass die durch Verwindung sich dann die Spachtelmasse rausbricht oder so. Machen wir nicht. Ja, gerade gedengelt habe ich den Kotflügel wieder einigermaßen. Also hier ist noch ein wenig Delle drin. Da sind die ja mal rückwärts auf einen Wagen drauf gefahren, hat er mir gesagt. Ich habe die jetzt so gut wie möglich unten rausgedrückt. Also da war es ganz schlimm reingebuckelt alles. Das ist wieder möglichst draußen. Meint, das da bleibt, das ist einfach, das erzählt eine A-Geschichte. Ja, und das Loch da habe ich gelassen. Da kommt dann der Lampenhalter hin, der Lampenträger, den setze ich dann hier oben hin, bietet sich schön an. Oder vielleicht hier unten drunter, sehe ich schon, aber ich denke hier hin. Und da kommt dann die Rückleuchte ran. Ja, so viel zu dem ersten Kotflügel. Der ist jetzt quasi fertig. Der kommt auf Seite, ist dann auch zum Grundieren fertig. Motorhaube ist zum Grundieren fertig, Vorderachse. Die Felgen vorne, der Kühler, die kleinen Einzelteile, das eine ja, Trittblech oder dieses Fußrastenblech ist auch soweit fertig.
Ja, schaut rostig aus, ist aber alles sauber abgeschliffen, der ganze lose Rost ist weg. So schaut's aus. Wird dann noch mit Verdünnung gereinigt, dass es staubfrei und fettfrei ist. Und dann kann da auch Grundierung drauf und eventuell dann gleich im Anschluss nochmal Lack. Ich habe da das so an zwei Komponenten Acryllack dafür. Duralmid oder wie sich das Zeug nennt. Und den haben wir beim KL300 schon verwendet. Der ist tipptopp. Wird richtig schön fest. Ist recht kratzstabil. Ja, und den habe ich noch ein bisschen an Rest. Da hole ich mir dann noch einmal eine Dose dafür. Und da wird der dann damit lackiert. Ja, wo kriege ich den Lack her? Gibt es drin bei uns in Kulmbach einen Betrieb, nennt sich Leise. Die gibt es in Kronach und in Kulmbach und die können sowas beschaffen. Sind speziell auf Kfz-Zubehör und. Und die kriegen eben diesen Lack auch her. Und da hole ich mir von denen. Vom Kramerod werde ich auch noch einmal was brauchen, weil da habe ich zwar auch noch ein paar Reste, ist aber auch nicht mehr die Welt, komme ich wahrscheinlich nicht mehr auf alle vier Felgen. Dann hole ich mir da auch gleich noch was. Und wie gesagt, eine große Dose vom Grün. Das sollte mir für den Schlepper dann reichen. Ja, und dann wird es doch langsam wieder. Ja, der Urlaub ist ja leider schon wieder fast rum. Heute ist Samstag. Ja, Montag habe ich noch frei. Mein freier Tag. Und am Dienstag geht es dann mit der Arbeit wieder los. Ich meine, mir wäre es am liebsten gewesen, ich hätte alles im Urlaub vorgeschliffen, aber naja. Was wollen wir mehr? Ich meine, eins nach dem anderen. Und was man hat, hat man. Die schlimmsten Teile sind gemacht. Wie gesagt, jetzt der Kotflügel dann. Das wollte ich euch noch zeigen, den komischen Halter hinten dran. Ihr merkt schon, das wird wieder eine Labelfolge. Ich sehe schon, komm. Schlimme Sache das. Schlimme Sache. So, gehen wir mal da runter. So. Also, dieser Halter, der da dran ist, das ist das Ding. Da sitzt hier die Lampe selber. Und ja, das Ding, das ist kein Überrollbügel gewesen, sondern da war mal selber gebautes Dach drauf. Das war links und rechts und dann konnten wir es oben reinstecken. Vorne waren dann aber ursprünglich noch Halter dran. Und so war das Ganze verschweißt. Also vorne am anderen habe ich es ja, wie gesagt, wieder sauber zugeschweißt. Der war hier dann so drauf gebrutzelt, wie man es hier halt aussieht. Und die Lampen dann da drauf, aber die Lampen, die sind im Endeffekt kaputt. Die haben zwar unten noch Licht drin, sind aber nicht mehr das Tollste. Also ist halt so. Könnte ich höchstens einmal einen Versuch machen, ob ich den Kennzeichenleuchte, die Kennzeichenleuchte von unten rausbringe. Und ob ich die in die anderen Lampen eingebaut kriege. Wenn nicht, dann wird die andere Lampe mal irgendwo auf dem Anhänger oder was drauf kommen. Ich glaube, auf dem Mischstreuer waren die geplant oder so. Sehe ich, zur Not kaufe ich mir welche. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, also hier geht es wie gesagt dann weiter. Das Fußbodenblech rausnehmen. Kotflügel ist mit 5 Schrauben fest. Den Kotflügel rausnehmen. Dann kann der vor, das Blech mit vor und zum Abschleifen. Und dann ist es dann im Ganzen hier ja deutlich angenehmer zu erreichen. Was ich eventuell noch runter machen werde, sind diese Hydraulik-Hubstreben hier. Die habe ich gemeint. Die sind ja, wie gesagt, normalerweise verstellbar. Und wenn die in der Position sind, der Kotflügel, der läuft da hier genau. Wenn da jemand voll anhebt und der steht jetzt so dumm, dann fährt der oben natürlich in die Kotflügel rein und dann sieht es halt so aus. Also der andere hat ja noch schlimmer ausgeschaut wie das. Das da, da kann ich wahrscheinlich sogar größtenteils wieder rausbuckeln. Da wäre hier und da ein wenig ein Blechle brauchen, also das drum wahrscheinlich rausschneiden, der Rest, der ist wahrscheinlich zu retten. Ja, aber das kommt halt davon, wenn die unten nicht festgezogen sind, dann können die sich verdrehen. Und wenn du dann zum Beispiel einen Heuwender dran hast und bist beim Arbeiten und hebst an, dann bang, unten rein und dann ist der Kotflügel natürlich nicht mehr ganz so schick. Tja, so ist das. Ja, so sieht jedenfalls jetzt der Plan aus. So mache ich das weiter. Der Sitz kommt dann noch runter. Wie man sieht, der ist ja auch ziemlich rostig. Da war das Wasser drauf gestanden. Dann war der gescheit abgeschliffen.
Kommt mir dann auch schöner noch, wenn er abgebaut ist. Ja, und dann kann man da mal ins Getriebe noch mal reingucken, weil wir wollten da noch einmal schauen. Der Schalthebel hat das Problem, der lässt sich aufheben. Und wenn du den beim Schalten ein bisschen anheben tust versehentlich und legst den Gang ein, dann kannst du passieren, hast du zwei oder drei Gänge auf einmal drin. Das wollte er noch kontrollieren mal vorher. Mal gucken, ob er es macht. Im Moment hat er was Besseres zu tun. Der ist über dem Auto und ist ein bisschen genervt, weil ich hier unten in der Halle alles besetzt habe. Ist halt so. Da muss man jetzt damit leben. Irgendwann bin ich schon mal fertig. Und dann sehen wir weiter. Heute ist Sonntag. Wir haben jetzt recht kurz entschlossen gesagt, wir fahren auf eins rum und mal schnell auf ein Schleppertreffen. Heute aber bloß mit dem Auto. Ist mir zu kurzfristig mit dem Schlepper. Oder was heißt zu kurzfristig? Gewusst habe ich es eigentlich schon länger, aber ja, der IHC ist nicht gewaschen und mit die Reifen möchte ich jetzt nicht fahren und den Kramen möchte ich jetzt dann auch nicht extra rausholen. Und auf dem Schleppertreffen war ich vorher noch nie. Das schauen wir uns mal an. Da fahren wir heute mal mit dem Auto rauf, machen einen kleinen Familienausflug. Ja, und falls ich da was filmen kann, filme ich was. Und das seht ihr ja jetzt dann im Video, ob jetzt gleich was kommt oder nicht. Und ja, ich mache mir jetzt erst einmal fertig, raus aus den Arbeitsklamotten und dann geht's einmal darauf. Oh je, das ist was für ein Samuel. Lauter Eiche.
Kurs bin ich schon gefahren. Das war schön, oder? Ja. Jawohl, der Reiter hat nicht aus. Hab drauf, hab. Nimmst du das sowieso nicht. So, ja, beim Schleppertreffen ein paar Aufnahmen sind es geworden. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Nicht allzu viel. Ja, wir waren auch nicht ganz so lange oben, muss ich dazu sagen. War recht warm da oben und ich weiß nicht, ob man es vielleicht auf die Bilder gesehen hat, also die Wiese, wo das war. Da oben hat es definitiv noch weniger geregnet wie bei uns. Also der Mais an die Straßenränder hat ja noch schlimmer ausgeschaut. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ein paar Schlepper hat man gesehen. Ist vielleicht für den ein oder anderen das passende Fahrzeug dabei gewesen. Ja, wie gesagt, ich war selber mit Schlepper nicht oben. Das nächste Treffen, wo ich hinfahre, ist Altenploß. Da fahre ich dann wieder mit dem KL300 höchstwahrscheinlich. Eigentlich wollte ich ja bis am 9. September und am Sonntag. Eigentlich wollte ich bis dahin ja meinen zweiten Kramer am liebsten fertig haben, aber das schaffe ich definitiv nicht. Jetzt haben wir heute den 12. Das ist jetzt der knappe Monat noch. Also wenn jetzt nicht eine Wunde geschieht, dann wird es definitiv nichts, aber gut. Kommt ja wieder, ja, das ist ja kein Problem. Ich warte jetzt noch auf ein Geld für eine Versicherung, von einer anderen Versicherung, hat das nichts mit dem Brand zu tun. Und dann schauen wir mal, dann müsste es eigentlich in großen Schritten weitergehen. Und dann wird der auch irgendwann wieder fertig. Ja, aber soweit haben wir ja Schleppe. Ob in Altenploß dann noch eine IHC dabei ist, das wissen wir noch nicht genau, weil die Reifen, die jetzt bestellt waren, wir bringen quasi unsere Reifen komplett rein. Die alten waren demontiert, wir nehmen die Felgen wieder mit heim. Lieferzeit für die Reifen sind 3 Wochen. Wir nehmen die Felgen wieder mit heim. Die Felgen waren abgeschliffen bzw. gesandstrahlt. Das müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Und dann sollen die lackiert werden und wieder schön drauf. Farbe haben wir schon da. Ist so wie bei meinem Kramer A, diese 2 Komponenten Acryllack mit Härte und Farbe eben. Ja, und der kommt dann drauf und dann schaut die IHC-Felge gleich wieder gut aus. Warum machen wir das Ganze? Ja, ich meine, wenn die Reifen sowieso demontiert werden, dann kommt man da schön hoch. Dann sieht man auch gleich, wie es innen her ausschaut, wo normalerweise die Schläuche sitzen. Also, man könnte sie ja schlauchlos fahren. Wir haben aber immer Schläuche drin gehabt. Ja, und dann schauen wir uns das auch mal an. Und dann, wie gesagt, dann sind die auch gleich wieder frisch. Geplant ist sowieso, dass da irgendwann nochmal was Großes gemacht wird am IHC. Die Kotflügel haben ja so ein paar Rostpickel drauf und die Türen unten dran sind ein wenig angegammelt. Das ist einfach das Alte. Ich meine, der Schlepper ist Baujahr 84. Der ist jetzt 34 Jahre alt. Und muss man ganz ehrlich dazu sagen, ja, irgendwann kann das dann schon mal sein, dass da was dran zu machen ist. Und das macht ja nichts. Da kann man ja mal anfangen. Die Felgen, wie gesagt. Und dann schauen die auch wieder gut aus. Gut. Also, wie gesagt, jetzt hoffe ich, dass das soweit Spaß gemacht hat. Dass die wenigen Bilder vom Schleppertreffen trotzdem gefallen haben. Und jetzt schauen wir morgen nochmal, was noch ein wenig passiert. Da habe ich eigentlich vor, dann am Krame unten den Kotflügel und das eine Trittblech noch abzunehmen. Eventuell noch den Sitz. Und je nachdem, wie schnell ich bin, dass ich den Kotflügel vielleicht noch komplett fertig bringe. Muss ich aber sehen, also wenn nicht, am Dienstag muss ich wieder arbeiten. Komme ich aber auch wieder um 14 Uhr heim. Dann mache ich halt da weiter. Ich meine, ist ja kein Drama. So, Montagabend. Heute ist wieder ein bisschen was passiert. Das will ich euch nicht vorenthalten, so zum Abschluss vom Video. Ja, der rechte Kotflügel vom KA15 ist jetzt komplett fertig soweit. Also die Löcher, die jetzt drin sind, sind alles Löcher, die ich brauche. Hier habe ich eins ergänzt, da kommt der Rückstrahler ran. Hier sitzt das Fußblech, da ist der Kotflügel mit dem Schlepper verbunden. Und hier oben drauf sitzt, Moment, folgender Halter. Dieser da, der ist dafür gedacht, dass man zum Beispiel die Umsteckhandbremse vom Ladewagen oder vom Mischstreuer hier vorne aufstecken kann und kann die dann vom Schlepper aus bedienen. So, die Löcher sind soweit vorhanden.
Dann habe ich hier vorne die Löcher reingemacht für fürs Standlicht und wo das Kabel durchkommt. Die Löcher für die Blinker sind hier. Und natürlich auch das Kabelloch. Selbe Spielchen dann hinten. Kommen hier auch der Halter ran und da kommt das Kabel durch. Und dann passt es auch. Ja. Und so schaut jetzt der Schlepper aus. Den anderen Kotflügel, dem widme ich mich morgen nach der Arbeit. Den habe ich heute runtergerupft. Den Sitz habe ich runtergerupft. Und so schaut das ganze Ding jetzt aus. Ja, relativ nugget. Aber passt so. Gut. Soweit diesen Stand. Dann wisst ihr hier Bescheid. Ja, weil ich gefragt worden bin, was hier drüben in der Halle steht. Ganz einfach. Das ist die alte Werkstatt. Das da drüben ist ja die neue Werkstatt. Und das hier ist die alte Werkstatt. Ja, wie schaut es hier aus? Was gibt es hier zu sehen? Zum Beispiel hier einen kleinen Kran. Früher war der nur mechanisch, jetzt ist er elektrisch. Auch ganz schick. Die Laufkatze ist noch mechanisch, so wie früher. Dann zwei Schleifmaschinen, eine kleine und eine große Ständerbohrmaschine. Das Ding da, das sollte mal eine Sandstrahlbox werden. Hat aber nicht funktioniert. Ja, was haben wir hier drüben noch? Und ein VW-Bus drin stehen. Und Werkzeugwand. Der Altölofen. Falls jemand fragt, ja, der ist zugelassen, der wird auch immer vom Schornsteinfeger abgenommen. Keine Angst. Der hat eine Zulassung. Ja, der Rasenfutterpark dahinter. Da sind die Altölfässer, was man halt dann immer über hat vor die Schleppung und so, kommt dann in den Ofen. Da haben wir dann auch große Fässer stehen, wo das gelagert wird normalerweise. Ja, also wie gesagt, Werkzeugschrank, Altölofen, Regal mit verschiedenen Schmierstoffe und Lacke. Reifen, Montier, Demontiermaschine. Eine Drechselbank oder Drehbank, je nachdem wie man es sehen will. Eine Wuchtmaschine. Der eine von den 250 Liter Kessel. Für einen Kompressor, den wir momentan noch haben. Ja. Da war früher so ein Schraubenzubehör drin in der Schränke. Da liegt die alte Gelenkwelle noch von meiner Presse. Die gehört irgendwann einmal überarbeitet. Die ist eigentlich nicht schlechter als bloß das Schutzrohr kaputt. Dann ohne Hubmast mit Gitterkorb. Das kleine Dieselaggregat. Der Greifer. Die große Rüttelplatte. Und ein neuer Kompressor. Den hat mein Bruder wieder hergerichtet. Und das Blockheizkraftwerk, das momentan nicht mehr läuft. Ja, mehr gibt es hier drüben nicht zu sehen. Das ist die alte Werkstatt. So viel dazu. Ja, wer sich fragt, was es mit dem Rohr auf sich hat, wenn hier drüben der Altölofen läuft, haben wir drüben auf der anderen Seite einen Ventilator, den schalten wir ein. Dann zieht es quasi warme Luft rüber. Und dann wird drüben die große Halle auch warm. Da haben wir zwar eine große Ölheizung, aber die läuft eigentlich so gut wie gar nicht, weil die Tore nicht isoliert sind. Wenn geheizt wird, dann eigentlich nur hier drüben. Ja, so viel dazu. Für denjenigen, der das sehen wollte oder für die es interessiert hat. Ja, da hängt dann noch die Abschleppstange. Ja. Und das war's im Großen und Ganzen hier. Gut. Ja, in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Und man sieht sich beim nächsten Mal am Freitag um 16 Uhr. Bis dahin. Servus.